zwar das Fenster auf, aber da ist ein Gitter davor. Oh, wollte ich vorher kaufen? Die mehr hätte schon gerne. Wie lange ist so eine Pizza haltbar, wenn man sie kauft? Ich halte auch so lange die Luft ab. Habe ich die Ehre. Servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zum weiteren Lost Place Abenteuer. Heute habe ich ein Fertigteilwerk entdeckt. Da muss ich den Weg hier noch hintergehen, dann kommen wir ins Gewerbegebiet rein. Ich habe mein Auto heute ein bisschen außerhalb parkt, dass ich nicht direkt daneben oder davor parken muss. Weil um das Fertigteilwerk sind noch einzelne Firmen, die da noch arbeiten und auch teilweise wohnen. Deswegen parke ich lieber außerhalb, gehe hier jetzt den Weg noch entlang und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich im Fertigteilwerk bin. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Video. Das Betonwerk befindet sich in einem Gewerbegebiet, wo das Reinkommen, da hinten über die Hecke, ist nur die Frage, drin bin ich. Ob ich da jemals wieder rauskomme, weiß ich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal drin und schauen uns mal die Sache jetzt hier an. Das erste Beeindruckende ist ja dieser Megakran hier. Ich kann da nur leider nicht hochsteigen, weil rundherum sind Radfahrer und Autofahrer. Und die würden mich genau sehen, ist aber auf jeden Fall schon mal ein atemberaubendes Teil. Ich glaube nicht. Dachte ich mir, geht nicht mehr auf. Hier ist eine Tür. Leider auch zu. Da ist zwar das Fenster auf, aber da ist ein Gitter davor. Hier ist ebenfalls das Fenster auf. Bringt mir aber auch nichts, komme ich auch nicht rein. Wie heißt es so schön? Wer sucht, der findet. Hier ist ein Garagentor und das Garagentor ist auf. Und von hier aus kommt man direkt in die Halle. Hier hat man schon mal den ersten Eindruck, hier alles voller Beton, also es ist definitiv ein Betonwerk gewesen. Da geht auch das Treppenhaus nach oben, aber wir gehen jetzt erstmal hier durch die Halle durch. Ja, der Wahnsinn, das ist eine riesen Halle hier. Boah, da werden wir einiges sehen, hoffe ich. Bis dahinter. Aber nachdem es hier recht dunkel ist, werde ich mir jetzt erstmal die Taschenlampe auspacken. Hier stehen gleich mal so große Silos rum, wo wahrscheinlich verschiedene Zementsorten drin waren oder Sand oder was auch immer. Das sind bestimmt 20, 25 Meter hoch. Hier ist nicht nur der Zement drin gewesen, hier war auch der Sand und der ganze Kies, was man so braucht zum Betonmischen, der fiel dann hier in den Zwangsmischer rein, beziehungsweise in diese Mulde, fuhr dann wieder da hoch in den Zwangsmischer, wurde gemischt. Hier auf das Förderband, an dem Förderband weiter und wurde dann hinten weiterverarbeitet. Hier oben eine Waage, genau, hier ist der Sand, 04er, Riesel 48er, 816er, Zement, Wasser, also Sand, Riesel war hier in den grünen Containern drin, oder Silos. So, jetzt gehen wir mal die Treppe hier hoch zu dem Sandmischer. So schaut quasi ein Zwangsmischer von innen aus. Hier kommt der Zement rein, der Sand, das Wasser wird dann gemischt. Über die Öffnung fällt er dann raus. Hier unten rein aufs Förderband wird an dem Förderband
entlang weitergeführt. Hier müssen wir so Obacht geben, wenn man hier mit der Kleidung an der Wand oder am Geländer kommt, muss man gleich umfahren, wie gesagt. Jetzt kommen wir in der großen Halle rein. Da oben hängt ein großer Kran. Mit dem Kran werden sie halt dann die schweren Teile rumgehoben haben. Hier sieht man ganz schön, das ist eine Schraube. Die sind in den Betonfertigteilenwerken, ist quasi die Mutter, das Gegenstück drin. Dann schrauben sie es rein und dann kann man mit dem Kran die Betonfertigteile dann heben. Man muss aufpassen, hier sind ab und zu mal Löcher im Boden, dass man nicht alles so reinschleppert. Und ich habe gut gesehen, Schnürdeckel ist offen. Mit den Wassertropfen, die hier runterfallen, hört sich das immer so an, wie wenn hier irgendwo einer geht. Könnte man fast meinen, es ist noch jemand da. Schauen wir mal nach, ob jemand da ist. Da ist so eine Art Becken, schaut aus wie so ein kleiner Pool. Ist auch Wasser drin. Und gar nicht mal wenig. Und diverses anderes Zeug. Wahnsinn, das ganze Becken hier ist voll. Fast. Wenn man das ein bisschen voller macht, dann hat man hier einen richtig geilen Pool. Aber wo kommt das Wasser her? Ist das vom Grundwasser? Was soll so reinkriegen? Das ist ja der Wahnsinn. Ah, hier sind Büroräume. Da liegt ein Spind im Spind. Ah, da hinten liegen Unterlagen. Das sind aber irgendwelche Schaltpläne. Ja. Da habe ich keine Ahnung von, was liegt hier. Auch irgendwelche Pläne. So. Hier ist das Fenster, was wir vorhin von außen gesehen haben, wo ich nicht reingekommen bin, obwohl das Fenster auf ist. Frechheit. So, hier kommen wir wieder aus der großen Halle raus. Es gibt noch eine Etage über dieser Halle, aber jetzt will ich erstmal diese eine Treppe da nochmal hochgehen, wo das Förderband geändert hat, wo dann der Beton weiterverarbeitet wurde. Hier sind wieder so Heizungen an der Decke. Damit wurde wahrscheinlich der Beton aufgewärmt. Vielleicht hat er schon ertrocknet. Ich habe keine Ahnung. Da hängt so ein großes gelbes Teil, das sieht man aber in der Kamera nicht, weil von der anderen Seite das Licht blendet. Und hier ist eine Mauer, über die ich erstmal drüber steigen müsste. Ups, oh, und rutschig ist es hier. Ich will mich ja auch nicht allzu sehr kriegen. Oh, gut, dass ich vorher geschaut habe. Wenn ich hier jetzt mit einem beherzten Sprung über die Mauer gesprungen wäre, wäre der Abgang etwas tiefer gewesen. Deswegen Leute, betrete jetzt keine Lost Place, es ist teilweise lebensgefährlich. Macht es nicht nach, bleibt lieber daheim, schaut meine Videos. Darüber kann ich auch nicht springen, das ist ewig nasses Holz. Keine Ahnung, ob das hält. Na gut, von hier oben ist auch eine geile Aussicht. So, das war's erstmal von hier oben. Gehen wir wieder runter. Das ist ja mal abgefahren. Hier hat einer eine Folie gespannt, so eine Klarsichtfolie. Und dann hat er mit den Spraydosen drüber gemalt. Schaut schon fast ein bisschen cool aus. Der Vorteil ist, das kann man leicht wieder sauber machen. Einfach die Folie runter und das Graffiti ist weg. So, jetzt war ich aber irgendwo noch am Treppenhaus. Mal gucken. Ah, hier ist eine Werkstatt. Wow, hier ist noch allerhand Zeug drin. Allerdings Sachen, die man nicht mehr nutzen kann.
hier am Schreibtisch, Werkbank, liegen noch Werkzeug. Hier liegen Unterlagen von 1994. Keine Ahnung, was es ist. Hier liegt noch Werkzeug rum und hier etliche Schrauben, Muttern, Beilangscheiben. Da hat aber schon einer rumgewühlt. Hier ist noch ein Nebenraum, was haben wir hier? Ah, hier ist das Lager. Boah, hier liegt ja noch Zeug rum. Leck mich am Arsch. Hier ist immer alles voll. Ist zwar schon durchgewühlt, aber ist noch ziemlich viel Zeug drin. Ah, hier oben, hier sind die Dosen, die in die Wände und in die Decken eingebaut werden. Hier sind die Unterputzteile für die Lichtschalter. Das kenne ich, das habe ich damals in meiner Arbeit auch gesehen. Verteilerdosen und ja, dann nochmal Dosen. Das geht da hinten im Eck noch weiter. Ah, ganz schön eng hier. Komme ich gerade noch durch. Ja, der Schrank ist schon leer. Hier hat man dann doch schon ein bisschen mehr rumgewütet. Ja, Schütze, Sicherungen. Aber ich habe da hinten im Eck gesehen, da geht es auch nochmal rum. Hier geht es ums Eck. Wow, da liegt ein riesen Elektromotor. Das ist eine Heißklebepistole. Keine Ahnung. Hier ist nochmal der riesengroße E-Motor. Wir wollten ja das Treppenhaus finden. Nicht so blöd. Da war es nicht. Das Treppenhaus haben wir erst gleich am Eingang gefunden. Da ist auch noch mal eine Tür. Hier sind die Mitarbeiterräume. Spinte für die Mitarbeiter. Hier ist der Lüberkasten. Da hinten stehen sogar noch Arbeitsschuhe. Arbeitskleidung. Hier ist sogar noch Salz. Oder was davon übrig ist. Ich fasse es jetzt nicht an. Hier sind wahrscheinlich Duschen. Na, viele Mitarbeiter haben sie nicht gehabt, weil sie nur zwei Duschen haben. Hier sind auch wieder Späte. So, aber verdammt, wo ist jetzt das Treppenhaus? Hier schaut es aus. Ah, Treppe. Und bin gleich mal durch Spinnenleben gelaufen. Wahrscheinlich Büroräume. Der Empfangsraum, wenn man sich angemeldet hat oder anmelden musste. Hallo, ich bin Firma XY, ich möchte diesjenige Fertigteil holen. So, hier haben wir wieder sanitäre Anlagen. Zerschlagenes Waschbecken. Was kommt hier? Nochmal eine Dusche. Etwas größerer leerer Raum. Hier ist noch eine Tür. Ah, hier ist eine Küche. Wollen wir da wirklich reingehen? Ich weiß ja nicht. Pizzaschachteln rum. Also Pizza war ganz groß im Kommen hier. Das glaube ich, soll das, was man am schnellsten machen kann. Zum einfachsten. Backofen vorheizen, Schachtel auf, Pizza rein. Hab ich.
mal mein Haltbarkeitsdatum. 2014. Wie lange ist so eine Pizza haltbar, wenn man sie kauft? Hey, tschüss. Da ist nichts mehr. Fensterscheibe kaputt. Auf jeden Fall kann man sagen, in der Küche wird gelüftet. Die Räumlichkeiten gehen hier hinten nochmal weiter. Jetzt ein bisschen Schimmel. Ah, ein bisschen Schimmel ist gut. Ein bisschen viel Schimmel. Ich habe eine Maske nicht dabei. Es ist gut, dass sich der Wind recht durchbläst. Es sind nicht so viele Sporen unterwegs. Naja. Ein Zimmer in Rot. Das war das Zimmer vom Chef. Oder das hier ist das Zimmer vom Chef. Das ist das Zimmer vom Chef. Eine schöne Holzwand. War der Vorraum von der Sekretärin schön in Rot gehalten. Aber hier muss ich jetzt wieder schnell durchgehen. Ich halte auch so lange die Luft an. Hier sind Schimmel, Sporen. Gut. Mittlerweile scheint mir auch die Sonne. Ich packe jetzt nur noch schnell meine Lampe weg. Stellt euch mal schnell hier hin. Pack meine Lampe wieder ein. Hat sich doch gelohnt, der Schritt über den Zaun. Ich hoffe nur, dass ich da wieder rauskomme. Weil draußen war so ein Elektrokasten gestanden. Auf den Elektrokasten habe ich draufsteigen können und dann über den Zaun gesprungen. Innen drin ist der Elektrokasten, ist aber nicht. Mal gucken, wie wir hier aus dem Gelände wieder rauskommen. Aber rauskommen ist immer einfacher als rein, weil raus kann es ruhig auffällig sein, ist egal. Aber wenn man reinhüpft und man fällt auf und 2 Minuten später ist jemand da, ist doof. Wenn man raushüpft und ist 2 Minuten jemand da, mein Gott, ist halt so. Aber jetzt gehen wir nochmal außen rum. So, wobei mir gerade einfällt, wenn man schon mal draußen ist von so einem Gebäude, und man wird erwischt, ist es nicht so tragisch. Weil man ja schon drin war und die Aufnahmen hat. Deswegen war jetzt meine Überlegung, da hinten steht ja noch dieser Kran. Und jetzt bin ich hier mitten auf dem Präsentierteller. Ihr seht es hier, vorne ist die Straße, da steht ein Anhänger. Also wenn mich jetzt jemand sieht, wobei es ein Gewerbegebiet ist, da ist jetzt heute nicht so viel los. Ich war ja schon mal hier, aber unter der Woche. Da arbeiten sie sogar hier auf dem Gelände. Aber ich habe den Kran auch im Kopf. Wollen wir da hoch? Ah, die Mäher da schon gerne. Also,